Ja, liebe Parteifreunde, mein Name ist Markus Frohnmeier. Ich studiere an der Universität Tübingen Rechtswissenschaften und bin der Landesvorsitzende der Jungen Alternative für Deutschland in Baden-Württemberg, bin dort auch Mitglied im AfD-Landesvorstand. Ich stehe heute hier, weil mich die Junge Alternative für Deutschland im Rahmen einer basisdemokratischen Urwahl bundesweit zum Spitzenkandidat gewählt hat. Ich möchte hier heute aber keinesfalls nur deshalb gewählt werden, weil ich jung bin. Es gibt Themen, die ich im neuen Vorstand gerne mitbearbeiten würde. Ich möchte mich insbesondere im Bereich der Bildungspolitik einsetzen. Hier fordere ich klare Kanten zu zeigen gegen ideologische Bildungsexperimente auf dem Rücken unserer Kinder. Darum ein ganz klares Nein zur Einheitsschule. Nein zur Massenuniversität und Nein zu Gender Mainstreaming. Herr Frohnmeier, Sie haben jetzt den Geschmack des Publikums getroffen, aber die eine Minute auch erreicht. Ich darf bitten, zum Schluss zu kommen. Ich komme dann zum Schluss, liebe Parteifreunde, in diesem Sinne, Ihre Stimme für mich, für Markus Frohnmeier, lassen Sie uns heute einen Parteitag der Verjüngung abhalten. Gut. Gibt es Fragen an Herrn Frohnmeier? Dann müsste Herr Grebe Fragesteller auswählen. Ich sehe aber